Hallo? Danke, dass Sie heute erschienen sind und mit mir gemerkt haben, dass hier was verkehrt läuft. Mein Name ist Norman Rau und ich bin seit 7 Jahren selbstständig in dem Sicherheitsgewerbe. Wenn ein Asylsuchender, nachdem er gerade 6 Flaschen Hochprozentigen geklaut hat, ein 20 cm langes Messer vor mir hält und dann die Justiz im Nachgang zu mir sagt, dass es eine kriegsbedingte Schockreaktion war, dann läuft was verkehrt. Wenn ein Asylsuchender zu mir sagt, er muss klauen, da er die restlichen 300 Euro im Monat für Disco und Kaffee in der Innenstadt braucht, dann läuft was verkehrt. Wenn sich Asylsuchende in einen Laden nehmen, ohne es zu bezahlen und dann einfach rausgehen, als sei es die Selbstverständlichkeit und die Kosten des Landratsamts übernimmt, dann läuft was verkehrt. Ein Obdachloser sich auf den Markt-WC waschen muss, da er in einem Heim wohnt und da aber nur über Nacht bleiben darf und früh am Morgen wieder rausgeschmissen wird, dann läuft was verkehrt. Denn Sie sehen Wind und werden Sturm erden. Was heißt dieser Satz? Seit dem traurigen September, seit dem 11. September, erzählt uns unsere Regierung bestärkt durch die Medien, dass es einen globalen Terrorismus gibt, in welchen sogar in unserem Land geplant wurde. Seit 2 Jahren wird gesagt, dass von über 600 von Deutschland kommenden ISIS-Kämpfern die Hälfte zurückkommt oder schon ist. Lange habt ihr in den Köpfen den Leuten die Angst geschürt. Nun erntet den Sturm, in dem die Massen wieder auf die Straßen gehen. Nicht um zu hetzen oder Menschen zu vertreiben, sondern weil sie Angst haben, was gerade mit ihrem Land passiert. Angst durch eure eigene Stimmungsmache. Angst um ihre Werte, Traditionen in Zukunft stolz auf ihr Land sein zu können. Denn den Stolz dürfen wir ja nur alle 2 Jahre zur Fußballmeisterschaft zeigen und danach doch bitte die Fahne wieder brav zusammengerollt in den Schrank zu stellen. Und ihr ruft den Leuten einfach hier nur zu, Nazis, braune Bande oder Pack, ohne ihnen nur ein Wort zuzuhören. Sprecht von Toleranz und gebt sie nicht mal dem eigenen Volk. Frau Merkel spricht von, das schaffen wir nicht, nur mit massiven Eingriffen in die Rechte der Bürger und das lassen wir nicht zu. Es gibt Sagen und Erzählungen, die sich die Leute überall auf der Welt erzählen, damit man aus den Hintergründen lernt. Die Geschichte von Troja passt auf heute wieder keine andere. Es kommen Leute über die Grenze, die sich weigern, ihre Personalien anzugeben oder sich einfach nicht registrieren lassen zu wollen. Aktuelle Schätzung liegt bei über 300.000. Es kommen Leute an, wo keiner weiß, wer sie sind. Da wird die Personalkontrolle an unserem Flughafen nach dem Urlaubsrückflug ja fast lächerlich. Wo man unter anderem auch wieder bei den ISIS-Heimkehrern werden, wo wir unser trojanisches Pferd bei uns in den Kasernen haben. Kommt uns mit Fachkräftemangel, da wir seit Jahren einen Geburtenrückgang haben, den ihr doch selber fördert und nichts etwas dagegen tut, wenn man sich am besten schon vor einer Schwangerschaft um einen Kita-Platz bemühen muss, ohne finanzielle Rücklagen es einem schwerfällt, ein Kind in die Welt zu setzen. Flüchtlingshilfe, Griechenhilfe, Entwicklungsgelder für USA und China. Und im selben Atemzug sprecht ihr von Steuererhöhung, damit wir unsere Kita sanieren können. Die Frage wäre doch auch, ob die Leute nicht noch weiter destabilisiert werden, die Länder, von der Wegnahme ihrer Ärzte, Doktoren und Wissenschaftlern. Es ist an der Zeit, sich um die Ursache zu kümmern und nicht die Folgen hin und her zu schieben. Es ist an die Zeit, dass die Medien die Fakten nicht mehr schönreden. Der britische Politprofessor Anthony Cleese spricht von Deutschland von einer Hippie-Nation. Und da muss ich ihm recht geben. Wir haben eine Regierung, die durch ihre Harmoniesucht über die Rechte ihrer eigenen Bürger geht. Wir haben eine Kanzlerin, die mehr Außenpolitikerin ist als Bundeskanzlerin. Wir haben eine Kanzlerin, die mehr sich um andere Länder und Völker bemüht als um ihr eigenes. Gegen eine Frau, Merkel, sollte deshalb
ein Vertrauensvotum im Bundestag gestellt werden. Wir immer noch in einer Besatzung durch die USA leben und nicht offiziell frei sind. Wird dies heute alles im Namen des Volkes getan? Und wenn ja, für welches? Denn für unseres scheinbar nicht. Danke.